Herzlich willkommen zurück hier auf ein Wort schnell mit Minecraft und mit mir. Doppeldollar aka slash Moneypacky. Moneypacky. Lol. Ja, der krasseste Rap-Name überhaupt für mich. Ja, warum sind wir hier, Leute? Warum haben wir uns hier in dieser kleinen Runde zusammengefunden? Die Antwort ist ganz leicht. Schluss mit Minecraft. Ja, nein, nicht jetzt so, wie ihr denkt. Schluss mit Minecraft nur... Oh, ich glaube, ich werde meinen Skin wieder ändern. Ich hasse das gerade voll. Schluss mit Minecraft nur in dem Sinne, dass ich die Folgen doppelt hochlade. Also, die Folgen, die ich mit Bergi zusammen aufnehme, werden in Zukunft nur noch bei Bergi erscheinen. Hat den ganz einfachen Grund, dass Bergi und ich, wie auch immer, gemerkt haben, hauptsächlich auch ich... dass auf meinem Kanal die doppelt hochgeladenen Videos nicht von euch so angenommen werden, wie gedacht. Also die werden halt bei mir kaum geguckt. Deswegen rentiert sich die Arbeit nicht. Da könnt ihr jetzt das finden, wie ihr wollt. Dann hättet ihr mehr schauen müssen. Quatsch. Ist nur ein Spaß. Also. Wie gesagt, ist halt auffällig. Die Folgen gibt es weiterhin auf jeden Fall auch noch. Ich nehme mit Bergi immer noch fleißig auf. Also da ändert sich gar nichts daran. Sie werden halt immer nur noch bei Bergi hochgeladen und nicht mehr auf dem Kanal hier. Ich werde sie wahrscheinlich mit in die Playlist packen. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich eine eigene Playlist dafür mache oder eine getrennte Playlist. Falls ihr da eine Idee habt oder sowas, schreibt es mir doch bitte ins Kommentarfeld, ob ihr sagt, okay, doch lieber alle Folgen, dann auch mit Bergi. So als gemeinsames Projekt oder dann hier Folgen einzeln, fände ich jetzt aber so ein bisschen lala. Der Plan ist folgender, es wird sich, boah, da ist eine Spinne mitten in man, die hat sich getarnt, der Wolf im Schafspelz. Es wird sich in dem Sinn nicht viel ändern, als das, wie ich auch jetzt bisher schon immer gemacht habe, ab und zu einfach mal so eine Sonderfolge hier, wo ich alleine bin, reinzuladen. Das heißt, es gibt jetzt bei mir nur noch Minecraft-Folgen mit mir alleine. Und die Minecraft-Folgen mit Bergi zusammen gibt es nur bei Bergi. Ich werde hier auf dem Kanal so ein paar andere Sachen machen, so ein bisschen mehr ins Bautechnische gehen. Ich werde mal ein bisschen schauen, dass ich hier weiterkomme, dass wir uns vielleicht nochmal so ein paar Gebäude hier hinstellen oder mal so einen Berg erklimmen, wieder in eine Höhle gehen, irgendwelche Geschichten machen. Also so ein bisschen was, zu dem Bergi und ich gemeinsam nicht kommen. Werde ich dann hier mit euch machen und nebenbei so ein bisschen quatschen und Spaß haben und ein bisschen Tüdelü und so. Und auf jeden Fall auch mal so eine, ich wollte mir ja schon lange mal irgendwo so, das hier wächst ja überhaupt nicht, das kann ich auch wegmachen, so einen kleinen Outpost irgendwo errichten, der so ein bisschen weiter draußen liegt oder so, da oben so eine Art Baumhaus oder irgendwas, ja, da hinten so eine Kirche oder so, irgend so ein Kram, ne, ihr wisst schon, wir bleiben auf jeden Fall auf derselben Karte und auch in der Nähe. Ich fange jetzt nicht an und mache da irgendwas groß einzeln. Also wir sind auf jeden Fall in derselben Welt, in derselben Karte. Das sieht auch interessant aus. Hier könnte ich mal so einen Eingang bauen. Boah. Ich glaube, da waren wir aber schon unten, oder? Da könnte ich mal so einen richtigen Eingang bauen, ne? Mit Tor und allem Kram. Da ist als Zugang zur Unterwelt oder so. Und Vorbereitungen für Abenteuer im Nether. Mit Bergi dann zusammen. So, auf jeden Fall die Idee. Also da kommen Videos von mir alleine, wo ich ein bisschen so Sachen mache und so mit euch quatsch und ein bisschen versuche hier mein Gebäude voranzutreiben, weil Bergi und ich haben ja schon wieder Pläne für da drüben, die wir aber jetzt noch ein bisschen außen vor halten wollen. Und hier unten muss ich auch nochmal fertig machen und alles ein bisschen ausbauen, da unser Bahnhof, der liegt momentan auch wieder brach. Obwohl das eigentlich so eine gute Idee war. Was leuchtet denn da hinten so komisch rot? Ah, das ist eine Redstone-Fackel. Ach, man braucht das ja gar nicht mehr. Boah, Power A. Ist natürlich schon geil, oder? Gibt ordentlich Zunder. Also gibt auf jeden Fall Zunder. Das ist schon geil. Und dann könnte ich doch da, wenn wir hier dann mal weiterbauen... Das schwebt mir jetzt gerade so vor und dann hier das einfach mal verlängern und die Eisenbahn hier weiter. Muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier rauskomme, wo komme ich denn dann, wo geht's denn dann da raus? Also die läuft da in die Wand, in die Richtung.
Ja, das wäre dann Richtung Dschungel, oder? Genau, das wäre dann genau hier unter meinem Haus durch, dann da hinten irgendwo raus. Dann da unten durch. Dass man die irgendwie verlängern, die Bahn, und mit der dann hier so ein Eck machen und die dann da irgendwo hinten noch rausnehmen. Ist jetzt die Frage, wo wir das denn machen. Und wir wollten jetzt auch noch mal ein paar Kühe und vor allem auch mal ein paar Pferde. Lass mich mal durch hier, Herr Baum. Uns mal organisieren. So. Und dann kann ich mich nämlich da irgendwo noch mal so ein bisschen... Gott, ist hier viel Wald und Zeug, was hier nicht alles gibt. Nee, hast du nicht gesehen. Autschi. Ja, da waren wir schon auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall schon ausgeleuchtet. Aber ich glaube, da sind wir nicht... Oh. Da sind wir, glaube ich, nicht weiter mit runter. Warum auch immer nicht. Das sieht ganz schön gruselig aus da unten. Möchte ich jetzt allerdings auch nichts reinschmeißen, oder? Schmeißt man da... Man müsste so eine Fackel so runterwerfen können. Das wäre noch irgendwie sau episch. Einfach hier nehmen und dann eine Fackel und die dann so runterwerfen. Ah, wer weiß. So geht das schon. Ja, ansonsten, was gibt's Neues bei mir? Es gibt demnächst noch ein paar neue Projekte auf dem Kanal. Ich suche jetzt auch noch ein bisschen was uns ein bisschen fordert. Wir haben ja jetzt auch... Ja, wir haben GTA Online am Laufen. Wir haben Minecraft am Laufen. Wir haben die ganzen Simulatoren. Das ist eine riesige Kette. Da kommt noch einiges auf euch zu. Viel Chaos, viel Verrücktes aus der Simulatorenwelt. Und eine Spezialität wird zurückkehren. Und zwar diejenigen, die noch meinen alten Kanal kennen. Es gibt da ein paar Folgen eines Let's Plays mit einer gewissen blonden Dame. Und da werden wir ansetzen und es weiterführen in einem zweiten Teil, den ich mir organisiert habe. Da geht's dann weiter. Das wird auf jeden Fall bestimmt sehr lustig. Ich hoffe, da seid ihr dabei. Ich freue mich schon tierisch drauf. Das wird, glaube ich, sehr klasse. War beim ersten Mal schon die totale Eskalation, aber geil. Leider geil. Wieso ist denn das hier so komisch ausgebaut? Waren wir hier schon? Haben wir schon irgendwie dran rumgehackt? Muss ja fast, oder? Sonst passiert doch sowas nicht, dass das hier so einzeln steht. Ja, und nicht gut aufgeräumt. Hier die ganzen Blöcke hier fliegen lassen. Geht ja so auch nicht. Ja, und ich warte jetzt noch nebenbei parallel immer noch auf den Release von DayZ. Steht ja auch noch so im Raum. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen aussieht. Habt ihr da noch so Interesse für? Also bei mir ist momentan das so ein bisschen... Ich hatte so einen totalen DayZ-Flash. Also so einen eigenen Hype mir selber gemacht, ja. Da ich auch sehr aktiv gespielt habe oder halt noch spiele. Aber momentan eben nicht so, weil alleine spielen macht auch keinen Spaß. Und ich habe momentan keinen, der mit mir spielt. Und... Das... Oh. Ach, das ist... Ich dachte, das wäre irgendwie hier... Dieser Mossy Cobblestone von einem Spawner. Ja, und ich habe auf jeden Fall keinen, der mit mir spielt. Aber DayZ Standalone kommt ja bald raus. Gibt ja schon Video-Footage von der Alpha online. Hat Dean Hall letzte Woche irgendwie mal verbreitet. Kann man sich angucken auf YouTube. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da bin ich noch ein bisschen warten, da kommen dann auch ein paar Videos. Story-relevante Spiele ist halt ein bisschen schwierig, weil ich habe momentan so ein bisschen das Problem, dass ich aufgrund der relativ wenigen Zuschauer ja jetzt, weiß ich nicht, ich bin so ein bisschen auch, ich wäre ganz froh, wenn ich mal ein bisschen Resonanz kriegen würde. Dass mir jemand sagt, ja, das wäre mal geil, mach mal so, mach mal dies, mach mal was mit Story, mach mal einen Shooter oder ein RPG oder sowas, oder mach mal... Ich meine, Adventures habe ich ja genug, könnt ihr das Spiel hier nebenbei noch, also von dem her, Story ist ja eigentlich auch geboten. Schaut einfach mal auf dem Adventure-Kanal vorbei, seht ihr auch in meinen empfohlenen Kanälen, da gibt's Adventures mit Packy. So viel Kohle, ich wollte mal ein bisschen Gravel hier mitnehmen. Den brauche ich ja oben für den Weg ein bisschen.
Ich habe da nämlich schon so ein bisschen Plan, wie ich das machen will. Es soll ja schön werden. Ich bin ja immer so der, der mehr so schön baut. Das habe ich ja so ein, wie so ein Damoklesschwert, das über einem hängt. Man will immer schön bauen. Das ist ein Problem. Das habe ich seitdem... Boah, lass mich lügen. Was war denn das erste Strategiespiel, das ich gespielt habe? Ich glaube Warcraft. Warcraft 1. Ich glaube Warcraft 1 war das erste Strategiespiel, das ich gespielt habe. Oder vielleicht C&C damals. Ich weiß gar nicht, was älter ist. Also entweder Warcraft oder C&C. Und dann natürlich Age of Empires. Wobei Age of Empires nicht so alt ist wie Warcraft, glaube ich. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Es war alles so, glaube ich, so um 95, 96 rum oder so. Und besonders bei Age of Empires und bei Anno auch. Wobei bei Anno ist es so eine Sache, da ist es so ein bisschen schwierig. Und Anno, Age of Empires und die ganzen Strategiespiele, ich kann das nicht spielen, wenn ich nicht schön bauen kann. Also, ihr kennt es vielleicht, man muss dann halt so eine Basis aufbauen und ein Lager errichten, etc. pp. Und ich finde, das muss immer schön aussehen. Ich baue das immer so, nicht, dass es effektiv ist, sondern dass es absolut beautiful ist zum Angucken. Und das ist auch oft ein Fehler, weil... Ja, man sollte halt dann schon wirtschaftlich bauen und vor allem auch, dass man es gut verteidigen kann, wie auch immer. Weil es ja dann doch früher oder später zu Kriegshandlungen kommen wird, die sich nicht vermeiden lassen. Und da ist es dann doch ganz gut, wenn man taktisches Geschick bewiesen hat und sich ein bisschen mit Plan aufbaut und nicht einfach nur so denkt, ach ja, das sieht aber schön aus hier. Da kann ich nochmal drauf sitzen und dann mache ich hier nochmal ein bisschen das und das sieht gut aus und da noch ein bisschen. Ich baue mich jetzt wieder nach oben. So. Hüpf, hüpf. Oh, wo muss ich denn rauf? Boah, da ganz hoch. Alter. Ah, vielleicht auch mal so eine unterirdische Bude. Ich weiß nicht. Ich habe das früher mal gemacht, dass ich mir, wenn ich in Höhlen gegangen bin, dann da so eine Bude noch aufgestellt habe, weil das fand ich immer geil. Aber ich weiß nicht, da fand ich Minecraft noch irgendwie schwieriger, an Rohstoffe zu kommen. Jetzt ist das ja alles relativ simpel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das an mir liegt, weil man halt schon viel gesehen hat. Oder ob das einfach so ist, dass das leichter geworden ist. Wobei man braucht jetzt viel mehr verschiedene Sachen für viel krassere Sachen. Das gerät doch so ein bisschen außer Kontrolle alles, was man alles machen kann. Also so ob ich auf das... Was zur Hölle da hinten? Der Skelett-Sniper hat das auf mich abgesehen. Lass ich mich jetzt aber nicht von beirren. Arschnase. Oh, fuck. Okay, ich lass mich doch ein wenig beirren. Oh, geh rein, rette mich ins Haus. So. Warum mache ich das eigentlich hier? Muss ich ja darum gehen. So, hoffentlich kein Creeper in der Nähe. Ja, und dann lege ich mich schlafen noch. Und dann machen wir auch Schluss für diese Folge. In der nächsten dann mehr. Ja, wie gesagt, über Resonanz würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Peggy Minecraft Folge wieder. Danke, dass ihr dabei wart. So viel zur Information, was so abgeht. Schaut auf jeden Fall rein bei den anderen Folgen mit Bergi zusammen. Riesenspaß. Ansonsten, ja. Danke und tschüss.